Sehr geehrter Herr Lossau, liebe Frau Präsidentin, sehr geehrter Van der Piel, Newton hat damals in den mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie Folgendes geschrieben. Ich zitiere, Sein und Wissen ist ein uferloses Meer. Je weiter wir vordringen, umso unermesslicher dehnt es sich aus, was noch vor uns liegt. Jeder Triumph des Wissens schließt 100 Bekenntnisse des Nichtwissens in sich. Das war im 17. Jahrhundert, meine Damen und Herren. Im 17. Jahrhundert. Und heute, glaube ich, ist uns dieses Bild von dem uferlosen Meer der Information und des Wissens noch sehr viel vertrauter. Und es ist ein Thema, was durch die rasanten Entwicklungen im EDV-Bereich, im IT-Bereich natürlich noch an Bedeutung zunimmt. Wir erleben heute eine größere, ständig wachsende Vergrößerung des Spektrums von Publikationsmodellen, von Möglichkeiten, von Veröffentlichung von Forschungsergebnissen. Und in diesem ganzen Prozess, ich glaube vor 10, 15 Jahren noch gar nicht denkbar, spielt das Thema, wie machen wir das? Und der Begriff Open Access, der sich sozusagen um die Art und Weise, wie publiziert wird. Und ich denke, dass vor dem Hintergrund der steigenden Preise für wissenschaftliche Publikationen, ich glaube, einige hier im Raum haben es erlebt, wie es zu Beginn der 90er Jahre war, wie wir eigentlich verzweifelt waren, wie soll man insbesondere nicht nur von Monographien, sondern von Periodika mit den steigenden Preisen zurechtkommen in der Wissenschaftsszene. Seit dieser Zeit haben sich eine ganze Reihe von Fachdisziplinen dem Prozess Open Access sehr stark gewidmet, mit unterschiedlichem Erfolg. Und der zentrale Ansatz, den Sie alle kennen, weswegen Sie hier sind, weswegen Sie dieses europäische Projekt verfolgen, ist eben der Gedanke, dass es möglich sein muss, dass die Ergebnisse öffentlich finanzierter und öffentlich geförderter Forschung sowohl für die Wissenschaft als auch für die Öffentlichkeit entsprechend kostenfrei zur Verfügung oder kostengünstig zur Verfügung gestellt wird. Mein Ministerium, das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen, aber sehr, sehr viele andere Förderinstitutionen unterstützen diesen Prozess, indem sie zum Beispiel finanzieren prototypische Strukturen, Aufbau von Plattformen für Open Access. Zum Beispiel haben wir das an der Universität Hannover angeworfen oder indem wir die benötigte technische Infrastruktur zur Verfügung stellen oder zumindest partiell finanzieren. Und die DFG hat ja im Jahre 2003 die sogenannte Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen unterzeichnet. Und ich denke, das war schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und er hat eine Zäsur bedeutet gegenüber dem, was vorher an ziemlich, manchmal auch sehr konträr laufenden Diskussionen waren. Im Jahre 2006 hat dann der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft Richtlinien verabschiedet, Richtlinien für die Bereitstellung von Projektergebnissen im Prozess Open Access. Und die deutschen Wissenschaftsorganisationen bilden die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Da gehören zum Beispiel neben der DFG auch die Hochschulrektorenkonferenz, gerade gestern hier in Göttingen getagt, aber eben auch Institutionen, die von den Ländern oder vom Bund gefördert werden und insbesondere eben auch der Wissenschaftsrat. Und die Allianz-Partnerorganisationen, eine wichtige Struktur in der Bundesrepublik Deutschland, haben sich darauf geeinigt, ihre Aktivitäten, ihre Ressourcen zu bündeln auf einige Bereiche zentrale Handlungsfelder. Und eines dieser zentralen Handlungsfelder von der Allianz so in den Vordergrund gestellt ist eben der Open Access Prozess. Wir haben, glaube ich, vielfältige Aktivitäten, vielfältige Initiativen in Deutschland zur Verbesserung des Zugangs. Aktivitäten, die von den Hochschulen kommen, die aber auch von den Ländern unterstützt werden oder vom Bund. Und damit glaube ich, dass wir in der deutschen Öffentlichkeit, in der Politik eine gute Basis haben für entsprechende politische Entscheidungen. Dass die Europäische Kommission diesem Thema und gerade auch Horizon 2020 so viel Aufmerksamkeit widmet, ist der Tatsache geschuldet, dass es den gesamten Prozess, wie europäische Wissenschaft auch vermarktet wird, was unsere Stellung ist gegenüber den anderen Newcomern, ob nun China oder Indien, im wissenschaftlichen Bereich, dass es da außerordentlich wichtig ist. Und deswegen sind wir von Seiten des Bundes und auch der Länder sehr daran interessiert, was zum Beispiel Ihre Tagung, Ihr Prozess, Ihre Diskussion hier an Anregungen bringen, um eben, wo vieles in Bewegung ist, doch von deutscher Seite dann auch das Richtige zu befördern und zu unterstützen.
Wir versuchen auch hier in Göttingen schon seit 2008 von Seiten unseres Ministeriums mit Geldern den verstärkten Umstieg in Richtung Open Access, Herr Lossau nickt, zu befördern. Und die Bibliotheken, es wurde eben von meinen Vorrednerinnen gesagt, spielen hier eine wichtige Rolle. Und wir hatten gerade im Bereich der Bibliotheken gestern und vorgestern wichtige gestern und heute wichtige Termine. Und für mich ist immer erfreulich, als jemand, der auch sehr, wenn man hier hereinkommt, gucken ja fast alle nur auf ihren Rechner. Ich bin jemand, der auch gerne Bücher in der Hand hat und ganz konventionell auch noch liest. Und ich hoffe, viele von Ihnen tun das auch und werden vielleicht auch angeregt durch diese schöne Bibliothek. Und ich freue mich, dass die Gefahren, die wir gesehen haben vor Jahren, Bücher kontra neue Medien, dass das eigentlich nicht aufgegangen ist. Wir brauchen beides. Beides hat seine Berechtigung, wird von den Forschern genutzt, eben die moderne Technik, aber auch der ganz klassische Bestand an Büchern und an Medien. Und wir haben in Deutschland, meine Damen und Herren, für diejenigen, die aus anderen Ländern hier sind, im Moment, man kann fast sagen, eine kleine Renaissance von Bibliotheksbauten. Und das ist, glaube ich, für ein Land wie Deutschland, was ja mit Buchdruck viel zu tun hat, historisch ein gutes Signal. Im November jetzt hat der Ausschuss des Deutschen Bundestages, der sich mit Bildung und Forschungsfragen beschäftigt, die Handlungsempfehlungen der Enquete-Projektgruppe für Bildung und Forschung diskutiert. Und dort kann man sagen, dass damit diese Enquete-Projektgruppe Empfehlungen als erstes Gremium von diesem Ausschuss des Bundestages in den Blick genommen wird. Und wenn man sich die Diskussion anschaut, das, was da verschriftlicht vorliegt, dann hat hier auch das Thema Open Access. Und es ist ja ganz klar, dieser Bereich, auch der rechtlichen Rahmenbedingungen, da ist der Bund und damit auch der Bundestag ein ganz, ganz wichtiger Player. Und die Enquete-Kommission hat empfohlen, die Rechte der Autorinnen und Autoren zu stärken und diesen Prozess Open Access sehr viel intensiver in der deutschen Forschungslandschaft voranzutreiben, als das bisher geschehen ist. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht eine Chance für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihr Wissen digital frei zugänglich zu machen und dieses damit noch sehr viel besser nutzbar. Und wir sind sehr froh, dass wir im Gegensatz zu anderen Bereichen, wo wir auch konträre Diskussionen zwischen den Hochschulen haben, hier zahlreiche Hochschulen in Deutschland ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stark unterstützen. Und wir sind froh, dass wir dort in einen europäischen und internationalen Kontext eingebettet sind. Also ich glaube, dass das Projekt Open Air, was Sie hier heute mit dieser Tagung und auch morgen, dass das ein Modell ist, ein erfolgreiches Modell der Partizipation der EU-Mitgliedstaaten für eine Infrastruktur zur Unterstützung von Open Access, und die Zusammensetzung des Konsortiums soll garantieren, dass das, was die einzelnen Mitgliedstaaten auszeichnet, was sie an Besonderheiten haben, kulturelle, politische, administrative, dass das auch ausreichend berücksichtigt wird. Wir haben schon in Europa oftmals den Fehler gemacht, alle mit dem gleichen Latte zu messen. Das wird, glaube ich, in diesem Prozess versucht zu vermeiden. Und ich weiß, dass alles, was mit diesem Prozess zu tun hat, und deswegen bin ich auch so froh, dass die Tagung hier in Göttingen stattfindet, dass es in Göttingen in der Bibliothek unter der Leitung von Herrn Lossau gut aufgehoben ist und dass die erfolgreiche Internationalisierungsstrategie, die diese Bibliothek betreibt, diese Staats- und Universitätsbibliothek, für uns ein Garant ist. Und wenn Sie in Niedersachsen sind, haben wir in das mal nicht in Göttingen, sondern in Hannover, in der Leibniz-Bibliothek das Weltdokumentenerbe von Leibniz, die Schriften von Leibniz. Und Leibniz hat vor Jahrhunderten geschrieben, ich zitiere, steht auch da dran: Es lohnt sich, die Entdeckungen anderer zu studieren, dass für uns selbst eine neue Quelle für Erfindungen entspringt. Und ich glaube, das ist Jahrhunderte alt, das ist aber heute noch ein Grundsatz, der immer noch gilt, nur dass wir ganz andere Mechanismen haben. Und dass wir in der Politik darauf angewiesen sind, dass Sie von Ihrer Tagung, vom ganzen Open-Air-Prozess kluge Empfehlungen uns geben, die wir dann natürlich versuchen, administrativ zu unterstützen. Danke, dass Sie zugehört oder gelesen haben.